Nach dem Schulabschluss wissen viele noch nicht, was sie später einmal beruflich machen wollen. Das freiwillige ökologische Jahr bietet die Möglichkeit, ökologisch orientierte Berufe kennenzulernen und auch ohne Ausbildung direkt Hand anzulegen. Mariam und Mailin sind zwei junge Damen, denen wir bei ihrem Alltag als Friedhofsgärtnerin über die Schulter schauen durften. Mailin und Mariam absolvieren ihr freiwilliges ökologisches Jahr an einem etwas ungewöhnlichen Arbeitsplatz, dem Ohlsdorfer Friedhof. Am Anfang ist man natürlich abgeschreckt, weil man denkt, okay, auf dem Friedhof, aber dann habe ich mir auch Bilder angeguckt und habe mir die Aufgaben durchgelesen, habe es dann als meinen Erstwunsch angegeben, wurde dann auch zum Vorstellungsgespräch eingeladen und gleich der Weg zum Büro, da war mir schon klar, dass ich hier sehr gerne arbeiten würde, weil es ist wunderschön hier und total groß und hat all meine Erwartungen eigentlich so übertroffen. Ich mache ein FEJ erstmal, weil ich nach der Schule noch nicht direkt wusste, was ich machen möchte, ob ich studieren möchte und wenn ja, in welche Richtung. Und fand dann ein FEJ für mich geeigneter als ein FSJ, weil ich eigentlich das mit der Natur interessant fand, jetzt wenn man in der Stadt gelebt hat, eigentlich wirklich mal mit so Natur in Berührung zu kommen und einfach da in die Richtung mehr zu erfahren. Natur erfahren Mariam und Mailin zu Genüge. Ab 6.30 Uhr stehen die beiden auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Abgesehen von Gräbern gibt es hier einen Rosengarten, einen Naturlehrpfad und vieles, vieles mehr zu entdecken. Zentrale Anlaufstelle für alle FEJler in Hamburg ist die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt. Susanne Faltin hat das FEJ in Hamburg aufgebaut. Es ist auch immer wieder toll zu sehen, wie die Jugendlichen so aus der Schule ankommen und in dieses Jahr reingehen und wie mit welchem Rückgrat sie wieder rausgehen. Und das Wissen, sie haben ein Jahr gute Arbeit gemacht und sie sind gewachsen, sie haben viel gelernt. Nicht unbedingt, dass sie nun nur Vögel kennen und die bestimmen können, sondern auch so ganz viel, wie organisiere ich mich, wie organisiere ich Gruppen, wie komme ich mit anderen zurecht. Also so diese anderen Fertigkeiten, die heutzutage eigentlich fast wichtiger sind als dieses schulische Wissen. Wie man Bäume von Schädlingen befreit, haben die beiden wohl kaum in der Schule gelernt. Regelmäßig müssen sie die Schädlingsfallen leeren und mit neuen Ködern bestücken. Obwohl er seit 1,5 Monaten dabei, erledigen die Mädchen ihre Arbeit routiniert. Das heißt, wir werden hier nicht sitzen und nichts zu tun haben. Dafür haben wir auch zu viele eigene Ideen. Einmal am Tag treffen sich Mailin und Mariam mit ihrem Betreuer Thorsten Herbst zur Lagebesprechung. Hier können die beiden ihre Ideen für die Friedhofsgestaltung vorstellen. Selbstständigkeit wird groß geschrieben. Besondere Vorkenntnisse braucht man für ein freiwilliges ökologisches Jahr übrigens nicht. Bis jetzt waren die immer sehr motiviert, neugierig. Häufig auch, dass sie gar nicht mal, sag ich mal, aus dem Interessengebiet Ökologie kommen, sondern neugierig sind, das hier mal kennenzulernen und fangen dann quasi so hier bei Null an. Vom Dachdecken bis zum Pflanzen aufziehen. Das Aufgabenspektrum ist groß. Langeweile kommt so nicht auf. Es ist wirklich schön, auch das Gefühl zu haben, dass man was gemacht hat einfach. Wenn man am Feierabend kaputt ist, das merkt man zwar schon, aber das ist auch ein schönes Gefühl. Man hat wirklich selber einfach was vollbracht. Und das gefällt mir auch besonders gut. In der Atmosphäre hier ist es einfach so friedlich und ruhig. Das ist auch schön. Ja, genau. Und mir ist es wichtig, dass man Ergebnisse sieht. Und das sieht man hier auf jeden Fall. Friedhofsgärtnerin auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Das etwas andere FEJ.